Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Bankcake28 und ich habe euch eine richtige Premiere mitgebracht und zwar nichts Geringeres spielen wir als Old World von Moha Games, doch wir spielen im Hot Seat Mode und Hot Seat Mode heißt, sie ist wieder da, sie ist aktiv, sie will sich mit mir messen, die... Hallo. Monali heißt du verdammt nochmal, jedes Mal bei deiner Ansage. Ich habe dir 13 Mal gesagt, sag dann Monali, wenn es soweit ist. Es ist furchtbar. Naja, sei es nun drum, es gibt die Rache, die Revanche. Es kämpft noch einmal Babylon, noch einmal gegen die Griechen. Beim letzten Mal ist ja Griechenland sang- und klanglos untergegangen gegen die Tepui-Babylonier da. Und jetzt spielst du sie nochmal, Monali, ne? Ja. Denkst du, du kannst mich schlagen schon wieder? Mal sehen. Das wäre dann das dritte Mal hintereinander. Das wäre ziemlich gemein. Willst du mir auch mal eine Chance lassen? Da lacht sie einfach. Also, wie ihr seht, wir haben einmal die Griechen und einmal Babylon. Monali ist Babylon und sie hat Nebukadnezar und bla bla bla, Babylon ganz toll und los geht's. Ich übergebe jetzt die Maus meiner Ehefrau. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe das ja noch nie selbst gesteuert, immer nur Befehle gegeben. Ja, ich saß hier und wurde benutzt. Ich sage immer, benutz mich zu meiner Ehefrau und dann macht die dann Dinge, die ich gar nicht so erwartet habe. Ja. Wen hast denn du da? Du hast schöne Familien übrigens. Kunsthandwerker. Du willst die Kunsthandwerker nehmen? Ah. Das weiß ich noch nicht, ich muss ja gucken. Minen- und Sägewerke. Ja, Sägewerke, Wald ist da. Was können die hier so? Die Kaufleute. Ist halt viel vorlesen, aber oder lesen liest du ruhig mal, Monali, in Ruhe erstmal, bevor du dich eine Entscheidung machst. Also lange Rede, Leute, wir freuen uns da mega drauf, dass wir diesen Hot Seat Button gefunden haben und wir legen jetzt halt einfach mal los. Wir haben gewisse Einstellungen gemacht, die uns beiden zugesagt haben, ist sehr fair, die KI ist auch dabei, 4 KI-Fraktionen sind auch dabei, das heißt also alle Völker sind auf einer großen, nicht auf einer gigantischen, auf einer großen Karte vertreten und wir spielen die Kontinente, sind 3 unterschiedliche Kontinente einfach und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Babylon hatten wir ja mal gehabt, vor Jahren gefühlt, also ja. Ja, hier gibt es einen Kaufmann direkt als einen Vertrauten, der ist natürlich gut. Hier gibt es noch eine Technologie, ist am Anfang ja auch gut. Nein, ich finde es übertrieben. Man kann ja nur 3 von 4 Familien wählen. Mhm. Ja, das ist halt das. Da ist ja auch so, da könnte ich schon eine Mine bauen. Was hast du denn da? Naja, okay. Das ist hier. Da kriege ich auch direkt einen Baumeister. Ach, ich nehme die hier. Die Kunsthandwerker? Ja. Du nimmst also die Cladea. Und jetzt darfst du noch eine Forschung wählen. Steinbruch. Ja, hätte ich aber auch mal gesagt. Boah, du startest gleich mit 2 Baumeistern. Wie gemein ist das denn? Wie gemein. Ah, plus 8. Ja, das ist ein sehr furchtbarer Rechtsklick. Genau. Also wenn du jetzt einen Missklick machst, ne? Frag mich lieber und hier vorher. So eine Mine, und gleich um eine Militärmine, ne? Das ist, glaube ich, Eisen, was du da hast, ja. Zack. Das ist eine Eisenmine. Ja. Sie hat noch 3 Befehlspunkte, muss jetzt natürlich auch aufpassen. Ist jetzt hier zu diesem uralten Standort gegangen. Und muss jetzt die erste Entscheidung treffen, was sie dort an dieser Anomalie macht. An dieser Ruine. Aha, Stein. 150 Steine sind viel. Eine Weisheit für ihn ist auch nicht schlecht. Oder er wird fromm. Mhm. Wie alt ist der denn? 27. 27, also Nebukadnezar könnte noch eine Weile herrschen. Mhm. Die Frage, was du machst. Er hat schon 3 Weisheit, der Typ übrigens. Von Anfang an. Aber das hat er noch nicht... Jupp. Ach, der wird fromm. Ja? Ja, das ist ein frommer Mann. Mhm. Ach, sehr schön. Nicht lüstern. Aha, ist ja noch eins. Mhm. Dann müsst ihr ja in die andere Richtung. Der Zap River. Der Mond Argaios. Okay. Da oben, da unten rechts befindet sich eine Stadt. Ja, der guckt dann nochmal kurz. Das ist ein ziemliches Ödland da, ne? So, dann war es ja schon wieder.
So, und jetzt seht ihr auch mal übrigens, wie jetzt hier der Hot Seat geht. Also kommt einem bekannt vor. Sehr schön, ich gehe mal auf OK. Und ganz kurz muss ich die Aufnahme pausieren, aus einem gewissen Grund. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Für euch nicht mal ein Ruckler in der Aufnahme. Ja, ich bin jetzt die Griechen. Gehst du weg vielleicht von meiner Maus? Das ist mein Völkchen jetzt hier. Die Monali, da passt man mal eine Sekunde nicht auf. Hast du schon alles analysiert hier, ja? Während ich mal ganz kurz, ne? War ja wieder klar. So, also, zack. Wir haben die Griechen. Oh, Entschuldigung. Da muss ich auf X drücken. Oder? Nein, ich muss. Du musst deine Hauptstadt. Gott, bin ich aufgeregt. So, also, da kann jetzt also am. Pineios River, unser kleines Griechenland, also nun seine erste Stadt gründen. Und ich muss mir überlegen, was wir dort machen. Da kann ich eine Garnison am Anfang, wenn ich den Militaristen widme. Seleukiden, Seleupsiden oder die Arek. Geaden. So, plus 2 Militär, plus 50 Stadtbrücken, Einheiten beginnen mit Treu. Gegen Stämme und Barbaren gleich stärker. Familiensitz 25% mehr Militär bei Sitzung bekommen wir eine Garnison. Meinung, Präferenz gründet Familiensitz 80. So, meine Lieben, ich spiele die Griechen und ich werde wieder ein bisschen mehr für Ares tun. Zack, zack, zack. Ja, ich spiele die Militärfamilie. So, was machen wir denn als nächstes? Was wäre eine intelligente Lösung? Und zwar Fallen stellen, Lager errichten. Das wird ihm nicht verkehrt sein. Irgendwann trifft man immer auf irgendwelche wildernen Wildtiere. So, ich habe keine 2 Baumeister, aber ich habe schon mal einen Krieger. Da brauche ich die Vereinödung. Da brauche ich eigentlich nichts und kann mir noch mehr Militärpunkte holen. Dann darf ich diesen Baumeister hier zu dieser Eisenmine schicken und errichte sie auch. Und unser Speer. Ich sehe da schon was glitzern. Ich sehe 2 Stadtblitze. Ja, ich gucke nur gerade, ob ich noch irgendwie... Gehen wir mal hier hin. Ja, wir sind auch irgendwo hinbekommen. 150, guck mal, ich habe die gleiche Entscheidung, wie sie du treffen musstest, aber ich gebe ihm das Weisheit dazu. Ja, der ist nicht fromm. Anders als Monali gucke ich mir jetzt auch mal meine Familie an. Also, ihr könnt jetzt hier sehen, da ist die Frau, Olympias. Und Prinz Alexander, er ist hier auch nochmal sehr jung mit 13 Jahren und ja, wird eines Tages die Regentschaft übernehmen. Sein Vater ist schon 39. Ja, ich bin jünger. Ja, du bist jünger. Siehst aber mindestens so alt aus. So, wir haben ja auch 2 Siedlungsstandorte. Wie immer ist zuerst der Siedler ausgewählt. Der Bart macht halt älter. Das sind die Barbaren. Auf jeden Fall. Vielleicht musst du dich rasieren. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie hier verklickt. Ja, egal. Das ist aber eine winzige Gemeinde hier, die man da hier nur errichten kann. Das lohnt sich fast nicht. Und da oben sind Barbaren, die ich nur zu gerne in kleine Scheibchen zerlegen würde. Ja, mir gefällt mein Standort. Gerste, Lavendel. Hier drüben gibt es nochmal Zitronen, also man kann es schon schlimmer treffen. Da vorne habe ich den Stamm der Thraker entdeckt. Okay, oder ich weiß, dass die dort sind. Da ist es ein... Okay, alles klar. Dann sage ich mal beende ja. Mehr gibt es bei mir nicht zu tun. So, Monali. Ah, die Prinzessin. Ich habe noch nicht mal reingeguckt, ne? Die ist schon so alt. Oh, mein Sohn wurde schwer krank. Kannst du mal in die Familie gucken, ja. Ja, wo muss ich denn nochmal? Links hin? Oben auf die Krone. So. Der da ist schon tot. Die ist 10. Ach, der ist ja erst 2 Jahre alt. Und ist schon schwer krank, das wäre ja furchtbar, wenn der stirbt. Oh Gott. Ja, kannst du mal klicken, ob da schon was geht? Vielleicht kann sie ja jemand ausbilden. Mir noch nicht. Ich habe kein Geld. Ja. Du bist so arm wie eine Kirchenmaus, Monali. Da musst du mal ein bisschen mehr sammeln gehen. Ah, ich habe hier so einen. Du hast einen Schleuderschützen da rumstehen, ja. Ich habe einen Krieger. So, der wollte hier aber noch ein bisschen gucken. Aha. Oh, du hast den Kanal gefunden. Oder wie ich ihn in den Ozean in dem Spiel eigentlich. Du bist am südlichen Rand der Karte auch.
Und was ist denn dieses rote Zeug, was da so im Wind weht? Besenkorn. Monali, du kennst dich doch mit Pflanzen. Was ist denn Besenkorn? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Wenn du es nicht weißt, wer weiß es dann. Dann weiß es einer von den Zuschauern. Was ist Besenkorn? Nein, ich würde mir die Welt nicht kaputt googeln. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ah, der. Ja, der kann gibt das auch. Gibt es einen Vorteil, wenn das der Späher macht? Nee, gibt es nicht. Dann kann der das auch machen. Geplünderte Ruinen. Du kannst Steine, Eisen oder Holz bekommen. Stein braucht man immer am Anfang hier. So. Ja, für Wunderbau zum Beispiel. Da bin ich hier auch im Minus. Ja, minus ein Stein pro Runde. Keine Ahnung, was die da machen. Vielleicht wollen die ja tatsächlich ihre Häuser reparieren. Ui, 3 Befehlspunkte hast du dir noch aufgehoben. Ja, für schlechte Zeiten. Für schlechte Zeiten. Okay, dann apropos schlechte Zeiten. Dann gucken wir uns mal die Umgebung des anderen Stadtplatzes noch an. Noch mehr Barbaren. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Oh, grinsender Botschafter. A grinning Barbarian Chief comes, ja, kommt zu mir. Der sagt, er ist von den Skythen. Und warum grinst der eigentlich so hämisch? Der ist 19, also ein Fanatiker auch noch. Ein homosexueller Fanatiker, Leute. Ein dummer homosexueller Fanatiker. Sorry, finde ich klasse. Nehme es an und feiere ihnen zu Ehren. 40 Meinung und 85 Gold. Behalte ursprüngliche Waffenruhe. 85 und gewinne Nahrung weg. König wird bescheiden. Plus 1 und zum plus 1 ist eine Stärke. Das ist eine schwierige Entscheidung. Findest du? Ich würde das in der Mitte nehmen. Ich bin auch für die Mitte. Wenn du bescheiden, dann machst du plus 16 Gold. Warum hast du genug? Ja, es bietet denen das an. Ja. Es bringt seine Werte halt schon gut nach oben, muss ich ihm sagen. Ne? Ja, die siehst du doch hier unten. Ja. Ich wollte noch was anderes nachschauen. Dann habe ich gemerkt, ich hätte es auch gleich hier machen können. Da taucht es genauso schön ab. Hör auf. Erbenerziehung. So, Prinz Alexander. Leute, jeder würde dies auf Taktik lernen. Aber ich mache das mit Taktik bei ihm nicht. Weil ich einfach weiß, wenn ich das bei ihm mit Taktik mache, dann wird er vom Pferd totgetreten. Das ist bei mir immer so in meinen Spielen. Na, was mache ich dann? Philosophie. Da wird er nicht vom Pferd totgetreten. Das ist der Grund. Von den Büchern erschlagen. Ja, das könnte bei mir auch noch passieren. Vom Keulenschwinger zum Linieninfanterist, ne? Hat er gelesen und dabei ist er draufgegangen. Das ist sich auf den Kopf gefallen. Hätte er als auch er in der Bibliothek eingeschlafen ist. Eingeschlafen in der Bibliothek. Ja. Oh. Die Rache der Bücher. Oh Gott im Himmel. Das klingt ja nach einem furchtbaren Roman, den ich unbedingt nicht lesen muss. So, zack. Hallo Barbaren. Ich habe einen Krieger da hochgeschickt. In der Hoffnung, dass er gegen die Barbaren etwas ausrichten kann. 5 Befehlspunkte, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Und ich habe auch kein Geld, um irgendwen auszubilden. Ja, du also kannst einfach das Jahr beenden. Ja. Oh, die haben, die haben schon ihren, ja, gut, die. Ja, aber das ist gemein, das ist dein Bruder. Der ist, ne, gestorben. Der Kleine. Gott. Nee, das darf nicht wahr sein, oder? Ja. Oh Gott, wie traurig. Geh mal drüber. Im Alter von 3 Jahren. Oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Oh, Leute. Da, oh Gott. Wie furchtbar. Stellt euch das mal vor. Ne, nee, okay. Lasst uns über was anderes reden, als über das vorzeitige Ableiben schwerkranker Kinder. Im Alter von 3, die noch das ganze Leben vor sich gehabt hätten. Guck mal, kann ich essen. Mhm. Ja, kostet sich aber auch Befehlspunkte, ne? Ja, habe ich genug. Hm. Was soll der hier auch schon machen? Erkunden. Außer ernten. Ja, dann lass ihn halt ernten. Oder kostet ihm das Befehl? Ja, es kostet Befehlspunkte, aber okay. Vergiss es. Aktionspunkte. Da hat er eine neue Stadt aufgedeckt. Mhm. Ja, jetzt ist hier nur noch ein potenzieller Stadtstandort. Guck mal hier, das Ende, da kann aber auch, ja, keiner angreifen. Ja, du bist genau unten in der Ecke, also es ist schon nicht so verkehrt, hast Zugang zur Küste, also ist interessant, so, dein Startpunkt.
Siedler dauert noch 3 Jahre. Mhm. Mal schauen, was es hier so gibt. Nix. Also das ist übrigens, liebe Zuschauer, kein klassisches Against oder Together. Also wir werden beide versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Bei 53 Punkten ist es natürlich vorbei übrigens bei dem Spiel. Und Ambition halt auch möglich. Oder halt, wenn das Spiel am Ende ist und wer die meisten Punkte hat. Ne? Ach, das ist meine Einheit. Es ist also durchaus denkbar, dass je nachdem, was passiert, ich weiß noch nicht, wie es im anderen Spiel am Hot-Seat-Modus ist, kann es auch mal zu einem Krieg zwischen unseren beiden Völkern kommen. Also, was ich nicht hoffe. Ich habe Angst vor Monali. Aua, der hat mich beworfen. Also guck, das sieht man halt, das musst du dir halt dann so angucken, ne? Das hast du ja bei anderen Spielen auch noch nicht, hast du auch nicht gesehen. So, zack, und jetzt kommt der Gegenangriff. Jawohl, die Hellenen schlagen zu. Wir sind ja auch kampfstärker gegen Barbaren, also das sollte man auch nutzen. So, irgendwas passiert während seiner Ausbildung. Ich muss jetzt entscheiden, was er dazu bekommt. Ich sag jetzt bei ihm Alexander, the good is hard to do, also wir geben ihm nochmal einen Mut dazu. Das möchte ich einfach, weil er soll schon ein Anführer des Militärs mal später werden. Ist auch jetzt schon ein Heldentyp, also von daher noch einen Mut bitte hinzufügen. Hat er jetzt auch schon richtig viel, ne? Muss man auch dazu sagen. Sollte dann eigentlich auch reichen. So, bei uns kann es auch in alle Richtungen gehen. Die Frage ist, wohin gehen wir tatsächlich? Decken wir nochmal ein bisschen das Reich bei den Skythen auf. Und schauen mal hier hinter die Berge. Ist auch nicht so der allertollste Standort. Da oben ist es natürlich schön. Sechs Befehlspunkte mal noch für Ende Jahr. Die Ehefrau von Monali ist jetzt abergläubisch geworden. Ja, und glaubt an komische Dinge. Ein gefährlicher Trait, wie wir schon rausgefunden haben. Denn es kann sein, dass die Kinder das auch mal schön nacheifern. Und genauso Dinge glauben wie dann die Eltern. Nein, du kannst es noch nicht. Du brauchst eine andere Technologie, die dich warnen können. Da brauchst du die Pastur. Das Orakel von Delphi. Kostet aber ganze 400 Steine, ne? Mhm. Dann sind deine Steinchen weg. Du willst es doch nur selbst bauen. Mist! Nicht schon wieder! Was ist da? Ja, das mag Weisheit. Das lernt ihr jetzt. Glaube ich immer noch nicht genug Geld, um die zu unterrichten. Ich verdiene zu wenig. Das ist am Anfang ein echtes Problem. Wie kannst du mit dem Zweitherrscher nicht machen? Erst ab dem Drittherrscher wird es interessant. Ich kann Gold ernten. Das war nicht gerade wenig. Und Eisen. Der erntet fröhlich. Ich stelle mir vor, wie man Eisen erntet. Seltsame Schriftrolle hast du entdeckt. Du könntest exotisch werden dadurch, kann aber zu, wenn du es studierst, nochmal zu zusätzlichen, finde ich jemanden, Wissenschaftler des Hofstadt. Schwierig. Was entscheidest du dich? Willst du sie selber studieren mit deinen 3 Weisheit oder willst du jemanden beauftragen, der als an den Hofe kommt? Tja. Die Frage ist, was sind das für Ereignisse? Allerdings habe ich hier auch noch keinen Vertrauten. Ich hole mir noch jemanden an den Hof. Guck mal, hier ist doch gut. Ja, 3 Weisheit, 2 Charisma. Kein das Minus. Das hättest du aber 8 geschafft, gell? Ist auch nicht cleverer als du. Ah, kann nicht mehr.
Gut. Oh, sie ist geistreich. Oh. Schnelle Zunge. Einfallsreiche Scherze, Leute zum Lachen bringen. Das ist doch nett. Also ich finde, also hier von den Werten her läuft es ganz gut, wo sie eine Ja. intrigante Kuh ist, ne? Die wird geistreich und meine wird abergläubig. Ja. Pech. Flums. Ist bestimmt so ein Schamanen geschickt. Ich? Schamane habe ich geschickt. Dann will ich doch mal noch ein bisschen, also da unten in die Berge. Gut, es könnte halt. Nee, das glaube ich aber auch nicht. Aber ich will es trotzdem wissen. Ich bin so neugierig. Okay. Hätte ja sein können, dass da auch nochmal eine Siedlung ist oder sowas. Aha. Da ist jemand etwas an die hängenden Gärten werden da gebaut. Das heißt, also da befindet sich Ägypten. Ganz offensichtlich. Okay. Wow, 7 Befehlspunkte, aber so kriegt man halt dann auch sein Geld zusammen. Kann ich hier unterbrechen? Ende ja. Interessant, man, das mit dem anderen Spieler auch zu sehen, wie da sich die Dynamik darstellt. Was gibt es denn hier? Aha. Monkey-Philosophie. Ich bin furchterregend. Nee, nicht. Hat Ach, nicht nicht. furchterregend. Du bist nicht furchterregend. Oh, Prinzessin kann. Die Prinzessin kann Affenbesitzer Den werden. Affenbesitzer, Oh. Oder du wirst Affenbesitzer. Also auf jeden Fall wird einer ein Affenbesitzer. und die Und sie wird Prinzessin wird gebildet. gebildet. Okay. Okay. Und da kann sie Pfadfinder werden. Landwirt, Reiter oder Fährtenleser. Ja, weil diese Affe, das deutet nie was Gutes. Ich glaube, ich nehme lieber den Affen. Bevor die den Affen hat und verflucht ist oder so, keine Ahnung. Verflucht! So ein kleines Äffchen. Jetzt, Monali, was soll so ein kleiner Affe schon anrichten können? Eine kleine Lebensform, die kann doch nicht die ganze Menschheitsgeschichte verändern können. Ja. Dass du mir da wieder zuflüstern willst. Flüstern? Für was hast Flüstern. du dich jetzt entschieden? Du hast den Affen Ich genommen. habe jetzt einen Affen. Glückwunsch, Monali, zu deinem Äffchen. So, Steinbearbeitung gibt es in einem Jahr. In einem Jahr gibt es die Steinbearbeitung, korrekt. Dann geht der dahin. Oh, da könnte ja schon Du die. könntest die Bäume schon fällen, zum Ja. Beispiel. Dann hast du die Bewegungspunkte noch bei einem anderen Mal. Ah, du kannst sogar noch das Land roden. Das geht auch noch, dann ist der Wald ganz weg. Und es wird dann nachwachsen. So. Ja. Der Fort ist Speer. fort. Oh, da sind böse Barbaren. Du bist echt fleißig am Ernten. Ne? Das kostet ihn keine Aktion, das kostet nur Befehlspunkte. Das ist schon gut, ne? Wenn man das weiß. Oh, Dirk. Kann ja los. Keine Befehlspunkte mehr jetzt. Es geht doch echt zügig, oder? Ich finde, der Hotseat-Modus geht echt gut. Oh nee, natürlich haben die jetzt auch eine Einheit gespawnt, um es mir nochmal die Suppe zu versalzen, ne? Ja. Oh, ärgerlich. Gut, wir konnten das aber immerhin erobern und da bin ich sehr zufrieden mit. So, der Speer, der soll jetzt dann doch bitte wieder zurückkommen. Das ist mir zu weit weg von zu Hause. Der Bauarbeiter, der darf jetzt auch weitermachen. Auch ich sollte daran denken. Eine Farm. Oh, ich kann die Gerste schon so früh im Spiel haben. Boah, das ist natürlich mächtig. Dann bitte einmal darüber, dann bitte einmal eine Gerstenfarm. Wäre vielleicht besser gewesen als das andere. Aber gut, mein Gott. 2 Jahren ist dann dieser Siedler fertig. Okay, Nomus. Oh, ich habe gar nicht drauf gepasst. So,
Nomos ist irgendwas, ein Gesetz in der griechischen Welt und Alexander muss da was drüben lernen und was kann ich jetzt machen? Prinz Alexander bekommt eine Weisheit oder Prinz Alexander bekommt eine Disziplin. Er bekommt from the wisdom of the people plus eine Weisheit dazu. So, das gefällt mir. Und dann beenden wir das, ja. Am Ende meiner Runde sehe ich also noch die anderen. Aber gut, klar. Ja, okay. Oh, guck mal, ein Steinschub, den könntest du gebrauchen nach deinen horrenden Ausgaben. Ja. Und der kann jetzt hier auch einen schönen, sagt, ist die Position, Ja, Steinbruch plus bauen. 9, ja. Ah, und der Siedler ist fertig. Ja. Könntest jetzt an die Küste runter. Ja. Oder dort oben mit zu den Barbaren. Also ich würde diese karge Wüste halt nehmen. Du hast Krabben auch noch in der Nähe. Also die können dich auch nochmal Wachstum geben. Soweit ich richtig informiert bin. Gut, klar, du könntest da hoch an die Berge, aber du hast ja selber welche. Also ich würde den Siedler nach rechts schicken. Nein, ich würde den Siedler direkt ins Barbarenlager schicken. Unten ist, weiß man jetzt halt nicht noch. Oh ja, und für alle Fans des anderen Hot Seat Partie bei mir auf dem Kanal, ja, tut uns leid, geht leider nicht mehr weiter. Wir werden uns jetzt diesem Spiel hier widmen, die Mona Lee und ich. Ich hoffe, dass der eine oder andere Fan uns das verzeihen kann. Natürlich werden wir ja, hier unseren Fokus drauflegen und so viele Folgen wie nur irgendwie möglich aufzunehmen. Unser Ziel ist es zumindest, es zu schaffen, eine Folge pro Woche. Und wir freuen uns, wenn ihr da regelmäßig dann dabei seid. Ja, weil wir können halt einfach nicht so oft diese Aufnahmen machen. Das ist für uns schon ein seltenes Gut, wenn wir mal zusammen abends an PC sitzen. Und da verzeiht mir es auch, wenn ich da mal ein bisschen längere Folgen ab und zu aufnehme, weil dann will ich mir nicht noch die Zeit nehmen, das Zeug dann zusammenzuschneiden und so weiter und so fort. Von daher kann es auch mal sein, dass es mal ein bisschen längere Folgen wieder gibt. Tja, der Bergarbeiter oder die Staatskasse. So wenig Geld. Ich. Ja, es war noch die Feststelltaste. Glück, also das. 10 Jahre sind sie eine Stufe unzufriedener. So, der kleine Speer. Da haben sich große Hoffnungen gemacht, so voll toll, immer sesshaft werden und dann sowas. Aha. Die kannst du umbenennen, die Oromia-Ebene. Das ist die. Die Goldebene, wunderschöner Name, weil da Gold ist. Wow. Ich ernte Marmor. Ja, Marmor ernten, ich stimme immer leer, ja, egal. Oh, du hast die Draker kennengelernt. Wir wollen uns nicht zanken. Ja, wir wollen uns jetzt erstmal nicht Ein zanken. erstmal hast du da noch hinzugefügt, heimlich, still und leise. Noch ein bisschen Gold. Jetzt muss ich mal schauen. Dann läuft erstmal der hoch. Lauf immer die einzelnen Schritte. Nein, nee, die hat ja nicht keinen höheren Sichtgrad. Das vergiss es, ich habe nichts gesagt. Du musst aufpassen, wenn er das nicht kennt, dann läuft immer vorsichtig. Manchmal können sie zwei Felder aufdecken, da kommst du dann weiter. Du hast keine, ja. Befehlspunkte. Ja, ich habe jetzt die Ägypter kennengelernt, die schöne Hatschepsut. Und ja, da ist jetzt. Oh. Soll ich auf so viele Escort the survivors to the nearest settlement? Provide the survivors with a guide, but send our people on. Ja, komm, nein, ich will freundliche Verhältnisse zu Ägypten haben. Ich gebe tatsächlich, das tut halt weh, 4 Befehlspunkte aus. Und auch ich könnte einen Steinschub haben und den brauche ich auch, wenn ich einen Mund errichten möchte. So, dann haben wir noch ein weiteres Ereignis. Bildung wurde vollendet von ihm. Er ist jetzt in einem Alter, wo man sagen kann, er ist männlich und erwachsen. Und nun darf ich noch eine weitere Entscheidung fällen und da kriegt er auch noch Charisma dazu. Ja. Unser lieber Sohn ist auch recht. Auch nur plus 10 Hämmerchen, ne? Da hat jetzt eins mehr schon was gebracht. Ja. Ja, ich tue das immer gerne auch ein bisschen aufteilen und verteilen. So, weitere Angriffe hier. Gegen die verbliebenen Barbaren noch. Dann haben wir das. Geht das eigentlich dann noch?
Dann haben wir da noch einen Cooldown. Geht nicht. Ja. Egal. Ja, siehst du mal, du brauchst eh gar nicht so viele Befehlspunkte. In dem Fall geht's ganz gut so. Gott, ich bin ja noch getarnt. Das ist wichtig, dass diese Barbaren mich nicht entdecken. Zweites Kind wäre halt nicht schlecht, aber ich glaube da nicht dran. Siedler muss sich dann entscheiden, wohin er als nächstes geht. Sind beide Standorte interessant, die ich jetzt hier sehe, auch wenn es nur sehr winzig ist. Sie werden halt schnell unzufrieden, weil sie keinen Platz mehr haben. So hatte ich das zumindest die alte Regel verstanden. Ja. Da muss man irgendwann auch diese Dinger da bauen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Hier ist tatsächlich die Garnison. Ja, deswegen kannst du schon einen einstellen. Habe ich vergessen. Das bringt nämlich nur Gutes mit sich, wenn ich das jetzt mache. Guten Morgen, Pancake. Das ist natürlich gut. Ja, also ich habe einen Gouverneur jetzt in meiner Stadt ernannt. Schäme ich ein bisschen, dass ich das vergessen habe. Der bringt mir Boni mit. Also der Philipp ist jetzt nicht nur unser Anführer, er ist auch noch gleichzeitig Gouverneur der Stadt. Oh oh. Da kann sie wahnsinnig werden. Das ist natürlich sehr schlicht. Mhm. Also es gibt eine 25%ige Chance, dass sie wahnsinnig wird. Okay. Ja, oder man kriegt noch so einen Vertrauten. Boah, die Entscheidung kann ich dir echt nicht abnehmen. Wenn sie wahnsinnig ist, sie ist ja auch die einzige Erbin. Auch keine Auswahl mehr hier. Die 25% werden immer größer, ne? Ja, meistens wird es das dann, ne? Ja, guck mal, das ist doch ein netter Typ. Der sieht aus wie so ein Magier. So, die muss jetzt aber auch mal hier unterrichtet werden. Hier von dem Neuen. Ja, den hast du ja extra jetzt geholt. Da darf sich jetzt auch mal hier bemühen. So, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Geld übrig. Ja. Was gibt's da? Der diebische Affe, oh oh. Keeps getting into trouble. He steals Chevrolet from Palace Chambers and brings them to you as a gift. Our advisors are not pleased. Der anderen Familien hat er geklaut, aber du hast noch keine anderen Familien, außer deine eigene. Du magst mich mit der eigenen Familie ja, nicht. Ja, die Familie nicht, ja. Die hat einfach da geklaut. Return all stolen items, oder? Genug mit dem Affenzirkus. Ich krieg Geld und bin nicht länger Affenbesitzer. Ach, das ist doch gut. Ja, dann wäre ja noch nicht so viel. Jetzt könntest du dein Kind nochmal ausbilden mit dem anderen Wissenschaftler. Nur so für dich zur Information. Ja, klick. Da, die da. Die können das auch noch machen. Ja, ich habe nur überlegt. Der kann das im Prinzip ja auch. Ach, der kann das auch. Kostet das weniger? Aber der darf keine Arbeit im Moment haben. Nö, es kostet nicht weniger. Mhm. Kannst du einfach machen, aber macht jetzt die auch noch. So. Ja, soll ich jetzt hier? Ja. Da gab es doch auch welche. Mann, das. Ach, das waren auch die mit den Schiffen, aber die habe ich ja schon, die Kunsthandwerker. Und das sind die Jäger. Lager und Fischernetze geben den doppelten Erträg. Mhm. Familienschutz schaltet die Jagd frei. Was ist denn die Jagd? Ah, so ein Projekt. Die wollen unbedingt Felle und Honig mögen die. Mhm. Habe ich aber nicht. Ja gut, es ist eh sehr schwer, also finde ich. So, die Kaufleute. Ich könnte natürlich Geld gebrauchen. Da kriege ich noch eine Technologie.
Schwierige Entscheidung. Was ist das da eigentlich? Hab ich jetzt aber noch nicht gesehen. Mhm. Oder ich nehme tatsächlich mal die. Ja, was heißt tatsächlich mal? Also. Ja, die nehme ich meistens ja nicht. Also die Militärfraktion, ja. Obwohl die ja mit den Fischernetzen und so weiter. Ich finde die gut. Tada! Und du hast die Ägypter kennengelernt, das heißt, wir sind nicht so weit entfernt. Mama. Oh, wird grausam. Das mag ich aber gar nicht. Du könntest aber einen Geistlichen des Hochstaates regieren. Ja. Da ist jemand geflohen, glaube ich, von den Ägyptern und er nimmt die jetzt auf. Das sind natürlich die Ägypter miserabel, dass du das machst, aber ja, du willst bestimmt nicht grausam sein, ne? Nee. Herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Stadt übrigens. Warst schneller als ich, mal wieder. Ja, dafür hast du mehr Geld. Ja, so, was soll ich mit dem Geld, wenn ich nichts damit machen kann? Man, jetzt in Baumeister, so, jetzt muss der da oben aber mal kämpfen. Mhm. Wenn du Mausober machst, dann siehst du, ob er schon treffen kann. Das kann. Also wenn du da, wo du... Genau, das meine ich. Jetzt kann er von da aus treffen. Dann siehst du das besser. Grund Entfernung, ja. Schleuderer gegen Blänkler. Oh, Rechtsklick. Der fängt mal an. Ein Befehlspunkt. Blitze. Der guckt sich gerne Gewitter an, kann das sein? Ja. Ja, ist auch ganz... Ich finde da ganz schön. Ganz schön, ja. Genauso wie ich die Zeit ganz schön finde. Du bist Spieler 1, ne? Ja. Ladies first, sage ich ja immer. So, den bringen wir jetzt erstmal über den großen Fluss hier. Sehr schön. Der war ja auch in der Falle, das ist ja gemein. Es ist echt, ich überlege gerade, was ich mit meinem Siedler mache. Ich habe halt echt zwei Möglichkeiten. Das ist so gemein, jetzt steht auch noch dieser Typ hier. Der Standort ist gut wegen den ganzen Steinen und diesen Rehen hier. Das heißt, ich kriege auch Wachstum. Auf der anderen Seite hätte ich hier Befehlspunkte, hätte hier die Edelsteine. Hab hier, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt Weizen, das kann ich auch schon früh für Wachstum. Ich überlege sogar, na, aber die ist so klein, die Gemeinde, da hast du auch nur, ich weiß es echt nicht. Mache ich schon eine Küstenstadt auf? Ich mache die Küstenstadt auf. Ich lasse unseren Siedler sogar noch marschieren. Gehe nochmal ein Feld weiter. Und dann werde ich eine Familie gründen, eine neue Familie. Wir haben ja schon unsere Kämpfer. Die wollen wir jetzt nicht noch mehr boosten. Da kommt jetzt jemand anderes hin. Neue Belagerungsschiffeinheiten starten mit Raffinesse. Was haben wir hier Nettes? Und wir haben hier die Weisen. Du hast heute eine Stelle für Anfrage frei. Das ist wieder so ein komisches Projekt. Also eine zufällige Meinung, Präferenzen, Luxusgüter. Okay, dann. Ich nehme jetzt dieses Kunsthandwerker. Die finde ich auch ganz nett. Zack! Wir sind bekannt als Philipp der Siedler. Okay, wir haben ein kleines Gütenproblem in unserer Nachbarschaft. Wir haben die schöne Stadt Korinth gegründet und werden natürlich jetzt auch erstmal einen Baumeister machen, tatsächlich. Und ihn werden wir jetzt auch erstmal nichts machen. Der hat ja gerade eben noch gekämpft. So.
So, ich mache jetzt in der Stadt hier einen Schleuderer aufgrund der Tatsache, dass ich hier noch mehr Barbaren in der Nähe habe. Eine Weile brauche auch, um zu heilen, um mehr Schutz zu bekommen, bevor ich weitere Siedler baue. Es bringt mir halt natürlich nichts, wenn meine Städte einfach abgemurkst werden von Barbaren. Wenn ich sie nicht verteidigen kann, brauche ich es auch nicht gründen. So, jetzt kommen direkt die Skythen angesprungen und wollen hier eine Heirat machen. Ein Charisma, drei Mut, ein Disziplin. Alter, 19. Will ich so eine komische Skytin heiraten? Ja, komm, hüpf drauf. Auf, zack, ich will Kinder sehen. So. sind wir erstmal freundlich mit den Skythen. Die wird Augen machen, wenn ich hier eigene Bevölkerung... Naja. So, dann hätten wir das auch mal. Etwas friedlichere Beziehungen zu den Skythen jetzt erstmal. Okay. Von einem Bären angegriffen, was? Your victims of the bear attack are delivered safely. Ja, okay, wir sind sicher angekommen. Wird umgänglich. Das ist doch geil, Statthalter. Noch besser. Handel? Nix Handel. Ich will das hier haben. Das ist ja mega stark. Wunderbar, weil er ist ja eh Statthalter jetzt. Hihi, klasse. Freude, Freude, Freude. Oh, die starten ja schon mit dem Baumeister. Dann dürfen die statt dem Baumeister auch was anderes machen. Dann starten die gleich mit dem Siedler. Aber hallo. So. Darf ich das schon? Kann ich schon Netze bauen? Okay. Das sind aber Färbemittel von diesen Muscheln. Und hier habe ich Wachstum. Dann warte ich noch auf die Färbe. Dann gehe ich mal dahin. Und dann mache ich eine Weizenfarm für mehr Wachstum. In Korinth, okay. Schleichen wir uns mal heimlich still und leise hier an diesen Barbaren vorbei. Oh, wir haben eine neue Ebene entdeckt und das ist natürlich die... Das ist die Ebene der Zentauren. Wie sehen die Skythen denn sonst aus? Beritten auf einem Pferd, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Also das sind definitiv die Zentauren. Ne? Ganz klarer Fall. Das kann man deutlich erkennen. Was anderes konnte ich da gar nicht machen. Also, gut. 42 Minuten, Monalina. Mhm. Ist schon wieder drüber. Ja. Ja. Unsere Premiere-Folge scheint wohl im Ende sich zu neigen. Was sagst du denn da dazu? Ja. Oh, Leute. Zu sagen. Ja, du bist so ein bisschen müde heute. Du wolltest noch aufnehmen. Ja, komm, lass uns Old World aufnehmen, hast du gesagt. Ne? Jetzt bist du da müde. So geht das nicht, ne? Was ist denn da los? Ah, die springen da raus. Schau mal. Guck mal, die wollen den Vogel schnappen oder so. Naja, egal. Auch, eher andersrum. Meinst du? Mhm. Okay. Waren aber riesige Fische und kleine Vögel. Naja, egal. Bevor wir jetzt weil uns die so weit weg sind. Jetzt hast du meine Überleitung mit den Vögeln gar nicht geduldet. Schlimm. Nee. Gut. In dem Sinne. Wir sagen jetzt mal tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video.